Tipptopp. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Mitglieder, liebe Zuschauer. Wir haben wieder Mittwoch. Mittwoch geht es immer um Gesundheit, Fitness, manchmal auch Lifestyle. Aber heute haben wir ein Thema, ihr seht es schon ein bisschen am Aufgebot, weil viele von euch kennen den Dr. Michael Lehnert und den Jan Frieling. Und da ist aber auch ein neues Gesicht dabei. Ihr wisst, heute geht es wieder in Richtung Medizin und Gesundheit. Ja. Heute darf ich begrüßen zuerst den Professor Dr. Martin Mack. Schönen guten Abend, Martin. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Hendrik. Danke für die Einführung. Gerne. Der Martin ist Radiologe und wie ihr wisst, Professor Doktor und betreibt mehrere radiologische Praxen in München und unter anderem an der Sebener Straße, wo ja ein bekannter Fußballverein auch ansässig ist. Also das so als Hintergrund, aber da wird uns der Martin bestimmt im Laufe des Webinars noch ein bisschen drüber erzählen. Dann darf ich begrüßen den Dr. Michael Lehnert. Den werden viele von euch schon kennen. Er ist sozusagen unser Resident Doc, würde ich jetzt mal sagen, Orthopäde und Handchirurg. Also er macht natürlich auch andere orthopädisch-chirurgische Leistungen. Schönen guten Abend, Michael. Hallo, ich grüße euch. Und dann natürlich mein Lieblingsphysio, ja, haben wir den Jan Frieling auch. Also das heißt, wir haben hier sozusagen von der Diagnose über die medizinische Behandlung bis zur Therapie, um den Menschen dann wieder zu einem ursprünglich guten Zustand zu bringen, haben wir, glaube ich, heute Abend die volle Bandbreite und freuen uns natürlich auf eure Fragen. Dann Regie macht wie immer unser Marketing- und Franchise-Chef, der Michael Remminger. Das heißt, bitte alle Fragen in den Chat und während der Martin, der Michael und der Jan wir zusammen etwas plaudern über verschiedene Themen der Medizin und bildgebende Verfahren etc. und wie das zusammenhängt, was der Orthopäde macht, was der Physio macht, was der Radiologe macht, da gerne immer reingrätschen, Michael, mit den aktuellen Fragen. Insbesondere, liebe Mitglieder, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, natürlich können wir schwer jetzt Ferndiagnosen machen und wir können auch nicht hier Bilder besprechen, aber so eine kleine, wenn man Frage hat, was soll ich tun, so ein bisschen ein Prozess, wie man vorgehen könnte, solche Dinge, denke ich, haben wir hier die Experten, die euch natürlich doch entsprechend Tipps geben können. Die erste Frage, der Titel ist ja, Martin, muss es immer gleich ein MRT sein oder ein MR sein? Vielleicht viele wissen das, MR-Termine zu bekommen ist schwierig. Ja, also man kann nicht einfach so gehen, ich will mal ein bisschen gucken, was bei mir los ist und dann gehe ich mal zum MR. Erzähl uns ein bisschen den Hintergrund, um was geht es, für was steht MR oder MRT und wofür wird es normalerweise eingesetzt? Ja, MRT ist die Abkürzung für Magnetresonanztomographie. Das ist die Kurzform für dieses lange, grausame Wort. Manche nennen es auch Kernspin, aber dann bei dem N aufhören. Man liest immer wieder Kernspint. Der Spint, der ist bei der Bundeswehr vielleicht, wo man seine Sachen reinhängt oder so. Bei uns in der Umkleide haben wir es auch. Gell? Da habt ihr es auch, genau. In der Umkleide habt ihr es auch, aber der Kernspin endet mit N und auch nur mit einem N. Also von daher sind es äquivalente Bezeichnungen für ein und das gleiche Verfahren. Der große Vorteil von der Kernspintomographie gegenüber allen anderen Diagnostikverfahren mit Großgeräten ist, dass man keine Strahlenbelastung hat. Also man kann sich da reinlegen, man kann sich da oft reinlegen und man hat jetzt keine schädliche Röntgenstrahlung, wie man sie beim Röntgen hat, wie man sie beim CT hat und bei verschiedenen anderen Verfahren auch hat. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil von der Kernspintomographie oder der MRT. Und dieser Vorteil ist eben auch noch gepaart mit der unglaublichen Eigenschaft vom Kernspin, dass man halt sehr, sehr viele Strukturen voneinander differenzieren kann. Also man kann jetzt, wenn man in den Gelenken untersucht, man kann die Sehnen anschauen, man kann Muskel anschauen, man kann den Knorpel angucken, man sieht Flüssigkeit. Also man hat eigentlich den umfassendsten Einblick in die ganzen anatomischen Strukturen in Gelenken, aber natürlich auch in anderen Sachen, im Hirn zum Beispiel oder auch im Bauchraum, wenn man sich die Leber anschaut. Also es gibt da nahezu alle Bereiche, die man wunderbar mit der Kernspintomographie untersuchen kann. Und das ist der große Vorteil. Jetzt ist der Apparat zum Kernspin
Tomograph oder so ein Gerät ist ja so eine riesige Röhre mit einem riesigen Kasten. Jetzt vielleicht auch mal ein bisschen, das interessiert vielleicht auch immer das Drumherum. Da ist ja, glaube ich, ein riesiger Magnet drin oder ein Magnet. Und da werden, glaube ich, das Bild wird ja erzeugt physikalisch, indem einfach eine magnetische Strahlung auf den Körper kommt. Und dann werden die Teilchen irgendwie ausgerichtet. Und nach der Art der Beschleunigung, glaube ich, der Ausrichtung, könnt ihr dann daraus ein Bild generieren oder so ähnlich. Ja, eher so ganz, ganz grob geht es in die Richtung. Also das Prinzip ist richtig, man hat ein großes, sehr, sehr starkes, stationäres Magnetfeld. So was man heutzutage einsetzt, ist 1,5 Tesla. Tesla ist diese Einheit für die Magnetfeldstärke oder 3 Tesla. Das sind so die gängigen Geräte. Wenn ein Gerät weniger wie 1,5 Tesla hat, dann macht es in der Regel relativ schlechte Bilder, das macht meistens keinen Sinn. Ab 1,5 Tesla kann man sagen, kann man vernünftige Bilder machen. 3 Tesla ist sicher für viele Fragestellungen besser. Es gibt experimentell mittlerweile 7 Tesla-Geräte, die sind aber in der klinischen Routine noch nicht verbreitet. Und wie das Prinzip letztendlich ist, das ist in dieser Röhre ist ein Magnet drin, und zwar jetzt nicht so ein klassischer Festmagnet, wie man kennt vom Whiteboard oder von irgend sowas, sondern das ist ein supraleitender Magnet. Und um diese Supraleitung aufzubauen und dieses sehr starke Magnetfeld in einem doch relativ kleinen Raum aufzubauen, braucht man flüssiges Helium. Und mit diesem flüssigen Helium wird dieser supraleitende Magnet kontinuierlich auf minus 270 Grad gekühlt. Also das ist wirklich da ganz knapp am absoluten Nullpunkt dran. Minus 270 Grad hat es in diesem Gerät da drin. Und mit diesem stationären Magnetfeld richten sich die Wasserstoffprotonen, und der Mensch besteht ja zum größten Teil aus Wasser, werden die ausgerichtet, wenn der Patient in diese Röhre reinkommt. Normalerweise ist das ja in völliger Unordnung, wie es halt zu Hause immer ausschaut. aber in dem Gerät muss Ordnung herrschen, da liegt der Patient dann drin und diese Wasserstoffprotonen richten sich aus. Und dann wird ein Hochfrequenzfeld eingestrahlt, dann werden die aus dieser Ruhelage, diese Spins, ausgelenkt. Dann schaltet man das wieder ab, und je nachdem, nach welchem Zeitraum man dann das Bild aufnimmt und mit welchen Messsequenzen, kann man halt dann die unterschiedlichen Gewebearten darstellen. Und weil das einfach so ein starkes Magnetfeld ist, muss man halt gucken, dass der Patient nicht irgendwelche größeren Metallsachen dabei hat. Woher kommt dann dieses Klackern? Was bedeutet, wo kommt das Klackern her? Also dieses relativ harte metallische Geräusch? Das ist das An- und Abschalten der Gradientenfelder. Das musst du dir so vorstellen, dass wie beim Lautsprecher letztendlich, wenn der Strom rein und raus geht, durch diese Schaltungen wird es sozusagen, entsteht dieses Klackergeräusch. Und da dieses Anregen und Abschalten von den Hochfrequenzfeldern immer variabel ist, je nach Messsequenz, hört sich auch jede Messung anders an. Und das kriegt man auch nicht eliminiert, obwohl dieses ganze Ding nochmal in Latex gegossen ist, also alles komplett gekapselt ist, hat man trotzdem diesen Lärm. Es gibt heutzutage schon ein paar Messungen, wo man diesen Lärm reduzieren kann mit speziellen Techniken. Das, was dann nicht mehr ganz so laut ist, das erkauft man sich aber mit längeren Messzeiten. Deswegen kriegt der Patient lieber einen Gehörschutz auf oder Musik auf die Ohren, und man nimmt diesen Lärm dann doch in Kauf. Er muss ja auch ruhig halten, am besten der Patient. In der Position. Der Patient muss ruhig halten, genau. Der Patient muss ruhig halten, sonst wird das Bild halt unscharf. Und das ist halt genau auch das Problem beim Kernspinnen. Es dauert ja immer ein paar Minuten, bis so eine Messung fertig ist. Also das ist ja nicht innerhalb von einer Sekunde oder so wie beim Röntgen gemacht, sondern es dauert ein paar Minuten pro Messsequenz. Und da immer das gesamte Untersuchungsvolumen angeregt wird und ausgelenkt wird, führt das halt einfach dazu, wenn der Patient sich zwischendurch auch nur wenige Male bewegt, dass das Bild dann unscharf ist und dass man dann auch nichts erkennen kann. Was wiegt dann so ein Teil? Was wiegt das? Ist ziemlich schwer, so ein Tomograph. Das ist schwer. Das wiegt so 7 bis 8 Tonnen wiegt es. Und die Bodenplatte sind nicht mal 2 Quadratmeter. Das heißt, man muss da schon eine Schwerlastdecke einziehen, und da sind auch unten so Lastverteilungsplatten drin. Da muss man schon baulich einige Maßnahmen ergreifen, um
das zumindest sicher betreiben zu können. Da darf zum Beispiel auch kein Aufzug daneben fahren, weil diese Ausgleichsgewichte vom Aufzug, die stören das Magnetfeld, oder wenn irgendwelche Schaltschränke von Stromversorgungen in der Nähe sind, dann muss das auch nochmal speziell abgeschirmt werden. Und das ist dann teilweise schon ziemlich aufwendig. Weswegen ich diese Frage stelle, das führt ja eigentlich alles ein bisschen zur wirtschaftlichen Seite. Du hattest ja anfangs gesagt, Martin, hat eigentlich keine Nachteile, die Untersuchung, ist aber nun relativ teuer. Ja, also weil deswegen frage ich so ein bisschen natürlich, das Ding braucht auch ordentlich Strom. Also da kannst du, das kannst du nicht an eine normale Haussteckdose. Wahrscheinlich könnte man bei euch verschiedene Tesla-Fahrzeuge schnell laden, so einen starken Stromanschluss ab dir. Ja, das ist natürlich eine ziemlich aufwendige Geschichte. Ich glaube, es kostet auch einige Millionen so ein Gerät. Genau, das ist nicht billig. Das kann man natürlich wie beim Auto auch. Man kann die Grundausstattung kaufen und den Preis dann verdoppeln mit den Sonderausstattungen. Genauso ist es beim Kernspin auch. Da gibt es halt verschiedene, für verschiedene Regionen unterschiedliche Messspulen. Und zum Beispiel so eine spezielle Messspule für den Kopf, die kostet halt einfach 50.000 Euro. Und die geht auch immer mal wieder kaputt. Und wenn man fürs Knie eine braucht und fürs Handgelenk eine braucht und für die Schulter eine braucht und für die fürs Becken eine braucht und für die Brustdiagnostik eine braucht, dann läppert sich das ganz schnell zusammen, was man an Spulen hat. Und dann braucht man noch verschiedene Messsequenzen. Und das ist wie die Software letztendlich, die man sonst kaufen muss. Je spezieller die Software ist und je weniger weit die natürlich verbreitet ist. Wenn Bill Gates eine Software auf den Markt wirft, dann verkauft er die halt zig Millionen Mal in der Regel. Oder Adobe, das ist halt bei den Kernspinsequenzen nicht so. Und dann kostet halt eine so eine Messsequenz doch gleich mal 20.000, 30.000 Euro. Und da braucht man aber ganz viele, um letztendlich verschiedene Bilder zu machen. Also je nachdem, was man sich halt gönnt, kann man den Preis dann extrem in die Höhe treiben. Ja. Und deine Kunden wollen natürlich das Beste haben wahrscheinlich. Die wollen immer nur das Beste, genau. Absolut. Jetzt abschließende Frage zu dem MR, bevor ich mal zu den Ärzten und Therapeuten ein bisschen komme, wo ihr das einsetzt oder wann ihr danach fragt. Wenn du jetzt sagst, das MR kann so viele tolle Sachen darstellen, ja, ist es ja, jetzt könnte ja natürlich unser Mitglied auf die Idee kommen, oh, mein Arzt hat mir ein CT empfohlen, der will mich wohl hier billig bestrahlen, so ungefähr, oder radioaktiver Strahlung aussetzen. Aber soweit ich das weiß, sind das auch unterschiedliche Verfahren oder Diagnoseverfahren. Kannst du vielleicht da den Unterschied zwischen MR und CT kurz erläutern, was es zeigt? Ja, es gibt für beide gibt es gute Indikationen und es gibt auch wirklich durchaus Fragestellungen, wo man auch beides braucht. Es gibt zum Beispiel verschiedene, wenn man jetzt aus dem muskuloskeletalen Bereich mal weggeht, auch zum Beispiel in die Kopfdiagnostik oder wenn Leute ein Problem mit dem Hören haben, da kann es durchaus sein, dass man ein CT und ein MRT braucht. Ein CT hat die vorher schon gesagt, hat eine Röntgenstrahlenbelastung, ist ein Röntgenverfahren, MRT hat das nicht. So klassischerweise sieht man im CT den Knochen ein bisschen besser. Also wenn man kleine Knochenabsplitterungen zum Beispiel sucht, die gehen einem im MRT häufig mal verloren. Da ist das CT ganz gut. Für die Lungendiagnostik zum Beispiel ist das CT Goldstandard. In Amerika ist es auch zum Screening wird es eingesetzt, wenn jemand Raucher ist und 50 Jahre mal geworden ist und vielleicht 20 Pack-Years drin hat, dann macht es durchaus Sinn, einmal im Jahr mit einem Low-Dose-CT sich die Lunge anzugucken, ob da ein Lungentumor vor sich hin wächst. Und die modernen CTs, die haben auch da ganz wenig Dosis. Also man kann so ein CT von der Lunge mittlerweile mit der Dosis von einem Röntgenbild fahren an den modernen Scannern. Also da ist auch die Angst vor der Dosis ist da nicht mehr ganz begründet. Das weiß ich, habe nur, der Jan und der Michael wissen das, ich habe mir das Kreuzband letztes Jahr gerissen und da war zwar kein CT, aber erst haben die Röntgenaufnahmen gemacht und dann MR hinterher. Ich denke auch Röntgen für die Knochen, ob da eine Absplitterung oder irgendwas und dann MR für was ist wegen dem Band oder was da passiert ist. Genau, also man will vielleicht erstmal schauen, ob irgendwo ein Bruch ist. Das macht man dann als erstes Verfahren und wenn man das ausgeschlossen hat, dann kann halt trotzdem immer noch extrem viel kaputt sein und da ist dann das MRT sicher das nächste sinnvolle Verfahren, was man einsetzt. Michael, jetzt bist du ja
wie sagt man das, Kunde oder Auftraggeber vom Martin? Also du, weil zum Martin kommen ja wahrscheinlich, also soweit ich das aus der Radiologie kenne, haben ja kommen die Menschen oder die Patienten nicht einfach so, oh, jetzt mache ich mal heute ein MR, sondern ihr braucht ja, die Radiologen brauchen ja immer eine Überweisung, ja. Und da bist du wahrscheinlich an der Reihe, ein Patient kommt zu dir, hat irgendein Thema. Und wie läuft das Verfahren? Wann sagst du, hier muss geröntgt werden, hier muss ein MR gemacht werden oder hier muss jetzt mal gar nichts gemacht werden? Tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, diese Indikation zu stellen. Es ist aber auch so, dass die Patienten immer häufiger kommen und am liebsten schon überhaupt vorher zum Radiologen gehen würden und auch so ein MRT am liebsten vom ganzen Körper erst einmal machen, damit wirklich alles ausgeschlossen ist. Und es geht tatsächlich ein bisschen nach der Auswahl der Verdachtsdiagnose. Also der Patient äußert ja irgendwelche Beschwerden, also die, was ihn stört, Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Dann untersuchen wir den Patienten und dann treffen wir die Entscheidung, ist es jetzt hier sinnvoll, ein Röntgenbild zu machen oder ein CT oder ein MRT. Natürlich liegt es auf der Hand, wenn jemand mit einem fehlgestellten Unterarm beispielsweise kommt, also wenn der Unterarm total schief ist, vielleicht am besten erstmal bei sich selbst in der Praxis ein Röntgenbild zu machen und ihn nicht zum Radiologen zu verweisen, wo er möglicherweise 10 Tage auf den Termin warten muss. Ja. Also insofern bestimmt sich daraus die Indikation. Wenn ich aber ganz klar nach Bandverletzungen, also Weichteilverletzungen oder sogar nach Durchblutungsstörungen am Knochen, sowas gibt es ja auch, suche, dann nutze ich natürlich das MRT am liebsten. Das ist ganz, ganz klar. Und der Vorteil bei uns ist natürlich, und da möchte ich den Martin Mack gerne rausnehmen, weil er sicherlich ein besonderer Radiologe ist, weil er mit den Patienten spricht, aber auch mit den Ärzten spricht, die ihm die Patienten zuweisen. Also wir haben da so auch einen fachlichen Austausch. Häufig ist es leider so, dass der Patient zum Radiologen kommt, auf der Überweisung von den Kollegen, also Orthopäden oder wer auch immer, steht gerade noch die Körperregion drauf. Also steht dann irgendwie MRT, Ellenbogen. Aber mehr Informationen hat der Radiologe nicht. Und dann muss man sagen, was kann denn der Radiologe machen? Der kann im Grunde nur diese Bilder beschreiben, wie er sie sieht. Es kann dann nämlich auch ganz oft sein, dass er Dinge vielleicht beschreibt, die überhaupt nicht zu dem passen, was der Patient mir als behandelnden Arzt als Beschwerdesymptomatik vorgestellt hat. Also da ist das Leben des Radiologen ganz schön schwierig, muss ich sagen. Und ich glaube, jeder Radiologe und Radiologin würde sich freuen, wenn sie häufig von uns dann auch viel mehr Informationen bekäme, zumindest wo es weh tut oder was eigentlich auch unsere Fragestellung ist. Weil ansonsten ist das am Ende nur eine Bildinterpretation, wie wir sie auch im Museum machen können, in der Pinakothek. Da können wir am Ende auch nicht mehr Da Vinci fragen, was er sich bei dem Bild gedacht hat. Ja, aber wir können zumindest was wir sehen. Das ist aber natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil man glaubt ja immer als Radiologe oder der Patient glaubt immer, ich gehe jetzt da rein und dann sieht der Radiologe alles. Es ist überhaupt nicht so, dass selbst wenn ich einen Ellenbogen untersuche, habe ich völlig unterschiedliche Untersuchungsprotokolle je nach Fragestellung. Also wenn jetzt der zum Beispiel irgendwie schwer gehoben hat und die Bizepssehne ist ihm abgerissen, dann habe ich komplett andere Sequenzen, die anders gekippt sind für diese Bizepssehne, als wenn ich das habe bei einem Patienten, der eine Luxation, also einen ausgerenkten Ellenbogen hat. Und wenn einer hinten eine Schleimbeutelentzündung hat, dann habe ich wieder ein anderes Untersuchungsprotokoll. Deswegen sind wir als Radiologen extrem darauf angewiesen, dass wir diese Information kriegen, weil wir sonst häufig komplett im Wald untersuchen. Und klar, bei uns in der Praxis ist es vielleicht ein bisschen speziell, weil wir auch die Zeit unter Umständen haben oder uns nehmen und die MTAs auch die Patienten wirklich fragen, wo das Problem liegt und bei was es passiert ist und wir das dann dadurch noch eingrenzen können. Und dann hat man schon immer mal wieder auch das Problem, dass man sich manchmal teilweise als Radiologe fragt, hat der Orthopäde den überhaupt gesehen oder kam dann nur der Zettel von der Sprechstundenhilfe, weil das teilweise komplett auch anders ist, was der Patient erzählt. Und erstaunlicherweise
Das betrifft dann natürlich auch die Patienten, die erzählen beim Orthopäden das, bei der MTA das und beim Radiologen wieder was anderes. Und da müssen wir versuchen, aus all diesen Informationen das Optimum rauszuholen, damit es dann am Ende auch die richtige Diagnose gibt. Aber das ist interessant, Michael, zu dir und auch dann zu Jan. Das heißt natürlich auch, dass ihr ja nicht nur befragt, sondern ihr macht ja auch gewisse funktionelle Tests, die ja der Radiologe dann nicht mehr macht. Also der Martin geht da nicht hin oder wahrscheinlich normalerweise nicht. Diese ganzen funktionellen Tests, was so gemacht wird, das obliegt ja dir, um dann den Radiologen entsprechendes Briefing zu geben. Genau, und das ist auch häufig meine Antwort zu dem Patienten, wenn er sagt, ja, aber im Befund steht doch auch noch das und das drin, dass ich dann tatsächlich antworte, naja, wissen Sie, mein Vorteil ist ja gerade, dass ich sie sogar untersucht habe. Ja, der Radiologe wusste, was ich von ihm wissen will. Er hat sich die Bilder angeschaut, hat sie interpretiert und beschrieben. Aber ich habe sie ja sogar auch noch angeschaut und angefasst unter Umständen sogar noch. Und da muss man einfach sagen, dann, wenn an einer ganz anderen Stelle Dinge beschrieben werden, dann können die unterm Strich auch als Zufallsbefund durchaus interessant sein. Also wenn man jetzt den Radiologen nach einer Rippenfraktur, nach einem Rippenbruch fragt und er beschreibt im Nebenbefund vielleicht auch noch einen tumorähnlichen Verdacht, dann sollte man nicht als Orthopäde so hochnäsig sein und sagen, naja, danach habe ich ja nicht gefragt, die Rippe ist nicht gebrochen, Sie können nach Hause gehen. Ne? Tumor ist andere Abteilung, ist nicht meins. Genau, also das ist dann am Ende doch eine Geschwulst, der man nachgehen sollte. Aber es gibt eben manchmal auch Beschreibungen, die sind einfach dann irrelevant. Und tatsächlich ist das so ein bisschen so, wie es auch Martin schon sagt, man muss das dem Patienten erklären, dass das so ist, denn der erwartet natürlich, dass wirklich dieses MRT wirklich das Innerste nach außen kehrt und wir alles erkennen können. Ja, und da komme ich vielleicht auch noch gleich zu dem, du hast am Anfang gesagt, der Patient, sprich der Kunde, erwartet ein MRT und wenn du ihn quasi nicht zum Martin schickst, quasi bildlich gesprochen, da hatte ich so ein bisschen interpretiert, sind dann manche Patienten fast enttäuscht oder so, oder dass du vielleicht das nicht ernst genug oder genug diagnostiziert. Da kommen wir schon ein bisschen zu den Grenzen, weil, wie gesagt, es ist ein aufwendiges Verfahren, ein teures Verfahren, zeitlich intensives Verfahren und sicher nicht für jede Beschwerde maßgeblich. Es ist sogar so stellenweise, dass Patienten ja auch zu uns geschickt werden und die kommen dann schon mit einem MRT. Und dann fragt man sie gelegentlich, gibt es auch ein normales Röntgenbild? Es gibt tatsächlich Krankheiten oder Situationen, wo uns das Röntgenbild nochmal eine viel bessere Aussage über bestimmte Sachverhalte gibt. Und das ist manches Mal für den Patienten, für die Patientin sehr schwer zu verstehen, warum denn jetzt plötzlich der Arzt, wo er hingeschickt wird, mit diesem Wundermittel MRT gar nicht ausreichend zufrieden ist, sondern jetzt sogar noch ein Röntgenbild will, was doch eigentlich viel unmoderner ist als ein MRT. Absolut, aber ich habe, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt mitgenommen. Der Orthopäde bzw. der behandelnde Arzt, egal ob es jetzt bei dir sind orthopädische Sachen, aber ich könnte ja auch mit irgendwelchen anderen Beschwerden, muss ich eine Menge Zeit nehmen zu ergründen, verschiedene Diagnoseverfahren, bei dir jetzt wahrscheinlich funktionelle Sachen, alles testen und dann sagen, okay, an dieser Stelle will ich jetzt mal genauer reinschauen, da brauche ich ein MRT. Also ganz genau so ist es, ja, stimmt. Jan, zu dir, jetzt du darfst es. Ich hoffe nicht, dass du dich gelangweilt hast, du hast bestimmt diese Gespräche schon öfters mal gehört. Ja. Mich würde interessieren, als Physiotherapeut, bist du da am Anfang der Kette derjenige, der dann quasi, du bekommst einen Patienten oder jemand spricht dich an, du Jan, ich habe ein dickes Knie, ich habe dieses oder jenes, du schickst dann zu Michael, Michael schickt zu Martin oder bist du quasi, Michael schickt zu Martin und dann wieder zurück und dann kommt er zu dir oder wo bist du da in der Kette und ja, wie bist du dort involviert, bist du da öfters Auftraggeber auch oder Empfänger oder wo seid ihr Physiotherapeuten oder wo bist du, wo siehst du dich da als Physiotherapeut? Ja, das ist rechtlich nicht ganz einfach, Henrik, weil die Situation ja so ist, dass der Physiotherapeut in Deutschland ein medizinischer Assistenzberuf ist und im Prinzip nur mit einer Überweisung von einem Arzt arbeiten darf. Und dann haben wir natürlich in Deutschland immer mit den zwei Kassen einfach zwei Systeme, wo er auch erstmal eine Überweisung braucht. Wenn wir eine Diagnose haben oder ja,
und sind uns dann unsicher oder wir behandeln und es wird zum Beispiel schlechter, dann ist natürlich, und es lief noch kein MR, dann ist es, und es kommt zu Symptomatiken, dass der Ausstrahlung hat und eben die Beschwerden mehr werden, dann ist das schon eine absolute irgendwo, ja, Red Flags-Situation oder ein Warnhinweis, wo wir schon zum Arzt zurückschicken oder wo wir halt auch gegebenenfalls, wenn möglich, auch ja, vielleicht sogar direkt in die Radiologie schicken. Leider Gottes ein bisschen abhängig auch mal vom Versicherungsstatus. Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe vom Physiotherapeuten, nur ist es bei uns natürlich auch so, dass viele schon kommen über Trainer, über Spielerberater und auch dem Therapeut irgendwo vertrauen und sagen, hey, fühl mal, ich möchte eine Einschätzung haben. Und dass dadurch die Fragestellung dann schon kommt, Mensch, brauche ich ein MRT oder brauche ich kein MRT? Und ich musste vorher ein bisschen schmunzeln, als es hieß auch, dass die Patienten das erwarten, dass ein Bild gemacht wird. Ich glaube, ja, das ist definitiv so und auch vielleicht speziell auch in München oder in den Großstädten oder im Sportbereich. Aber wir haben auch immer wieder mal die Situation, wo jetzt vielleicht Fußballer irgendwie sagen, ja, aber ich möchte auf gar keinen Fall ins MRT, weil sonst kommt nur wieder irgendwas raus. ja, das ist dann so wieder die andere Rolle, weil sie halt einfach Angst haben vor der Diagnose. Ja? Und auch uns als Therapeuten, nichts ist so wichtig wie eine ganz klare Diagnostik. Und im Spaß sage ich zu den Patienten oft, welche Patienten sind uns am liebsten? Als Beispiel, sie waren beim Urologen, beim Gynäkologen, beim Neurologen, beim Orthopäden, beim Chirurgen, beim Radiologen und keiner hat was gefunden. Na, dann wissen wir, dass da kein struktureller Schaden ist, keine Raumforderung, kein Tumor, der drückt, dann muss es funktionell sein und dann können wir in der Regel ganz gut helfen. Jetzt ist ja der Patient ist ja relativ von der Zeit, also beim Martin ist er relativ kurz, beim Michael ist er so mittellang, ja, und bei dir ist er monatelang quasi oder sehr lang, ja. Was ja immer wichtig ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörer, ist so ein bisschen zu verstehen, hey, also, oder ich habe zumindest meine Einstellung, als Patient kannst du sehr wohl dazu beitragen, eine gute Diagnose zu bekommen, beziehungsweise auch einzuschätzen, ob du eine gute Diagnose bekommst. Nicht, dass du dich irgendwie im Web besserwisserisch dem Arzt irgendwelche Vorschriften machst, aber Fragen zu stellen, ist ja sicher nicht schädlich. Also wenn du dem Arzt Fragen stellst und er gibt die Antworten und dann erfährt man ja so ein bisschen was. Worauf ich hinaus will, was kann jetzt ein Patient tun, wenn er jetzt so bei dir liegt in der Behandlung und du siehst dann ja auch unterschiedliche Verläufe, Sachen, die gut gegangen sind, die nicht so gut gegangen sind, wo du denkst, na, da müssen wir vielleicht noch mal bildgebend nacharbeiten oder muss ich ein bisschen mehr zu wissen. Wie würdest du einschätzen, dass ein Patient zu einer guten medizinischen Leistung beitragen kann? Naja, die Patienten, wir reden immer von Patienten, bei euch sind es die Mitglieder, die trainieren, die haben ja, und das sehe ich ja auch oft bei euch im Studio, wenn ich selber dort trainieren darf, dass einfach qualitativ auch oft gut trainiert wird. Und wer qualitativ gut trainiert, hat meistens einfach auch ein gutes Körpergefühl. Und ich glaube, da geht es ganz oft darum, selber auch so ein bisschen auf den Körper zu hören. Und was ich vorher schon mal gesagt habe, boah, es wird eher schlechter. Na, dann ist es nicht richtig. Und wir hatten das letztes Mal auch schon über die Bandscheiben gesprochen. Nicht in den Schmerz rein trainieren und drüber gehen, sondern dann lieber in die Diagnostik gehen. Und für mich sind die Radiologen da auch immer gleichzeitig die besten Anatomen, weil einfach die Zuordnung da oft sehr klar ist. Und es ist halt ein Unterschied. Machen wir das Beispiel, es verletzt sich jemand am Muskel und er hat plötzlich einen Messerstich, wovon man was alles so ein bisschen für einen Muskelfaserriss spricht. Ja, es ist ein Unterschied. Ist es ein kleiner Faserriss, der gerade so als Faserriss erkennbar ist? Es sind ungefähr 30.000 Fasern gerissen, sage ich jetzt einfach mal. Da kann der Martin vielleicht gleich noch mehr zu sagen. Oder ist es vielleicht Richtung Bündelriss? Da sprechen wir von 200 bis ja, 1 Million Fasern, die da gerissen sind. Und dann ist die Prognose natürlich auch eine komplett andere. Okay. Interessanter Punkt, Martin. Jetzt kommen wir so ein bisschen, also wir reden wahrscheinlich, oder wir reden, wenn keine Fragen kommen, heute natürlich weniger über Onkologie oder Tumore, sondern es geht ja meistens um orthopädische oder Sportverletzungen. Ja, das ist ja auch das, oder Rückenbeschwerden, so, das ist ja das, was die meisten unserer
Mitglieder haben. Das heißt, irgendwas am Muskel-Skelett-Apparat ist irgendwie nicht, funktioniert nicht so, wie es sollte, durch Überlastung, durch Unterlastung, verschiedene Sachen. Eine bisschen, wie sagt man, provokante Frage habe ich. Wie oft kommt es bei dir vor, dass du den Patienten anschaust oder andersrum, siehst du den Patienten schon bevor er das MRT bekommt oder siehst du ihn erst hinterher? Meine Frage zieht so ein bisschen drauf ab. Kann man schon manchmal sagen, naja, jetzt muss ich da ein Bild machen, aber eigentlich hätte ich mir das, wenn ich den Befund lese, weiß ich eh, was rauskommt. Oder muss man da insgesamt sehr vorsichtig sein? Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Also ich persönlich sehe jetzt nicht jeden Patienten zwingend vor der Untersuchung, aber meine MTAs, das sind diese medizinisch-technischen Assistenten, die Untersuchung in der Regel durchführen. Am Wochenende muss ich es bei den Spielern selber machen, aber ansonsten, aber unter der Woche sind die medizinisch-technischen Assistentinnen da und die machen es in der oder die haben den zwingenden Auftrag auch wirklich die Anamnese zu erheben. Wie ist es passiert? Wann ist es passiert? Wo tut's weh? Wir kleben immer eine Kapsel drauf auf diesen Punkt des maximalen Schmerzes, dass man das auch entsprechend lokalisieren kann. Dann hat man zumindest mal diese Information, wo der Patient seine Beschwerden schon vermutet. Und wie der Jan auch vorher richtig gesagt hat, ja, wenn die Patienten, die gut trainieren, haben auch ein extrem gutes Körpergefühl. Und im Profifußball sehe ich das, wenn es jetzt darum geht, eine Muskelverletzung zu lokalisieren, dann lokalisieren mir die Spieler das auf, sage ich mal, maximal plus minus 5 mm hoch oder runter. Dann habe ich die Höhe lokalisiert und die wissen genau, da ist die Verletzung. Je weiter man in den Jugendspielerbereich kommt oder in den Amateursport, da hat man dann teilweise schon eine Abweichung von teilweise 15 bis 20 Zentimeter von der Lokalisation der Verletzungsstelle. Also da gibt es einen erheblichen Unterschied, was das Körpergefühl angeht. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du vorher angesprochen hast, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, zu sagen, na gut, der ist jetzt umgeknickt und wird eine Bänderdehnung haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Sprunggelenk nehmen. Ich erlebe es ganz häufig, da werden Syndesmosenverletzungen übersehen und zwar jetzt nicht nur im Rahmen der klinischen Untersuchung, sondern auch von den Patienten völlig falsch eingeschätzt. Die denken, es war nicht so schlimm, kommen dann oft erst nach 4-5 Wochen zur Diagnostik. Das ist ein Band am Fußgelenk, ist das, glaube ich. Genau, die Syndesmose ist ein Band am Fußgelenk, was das Wadenbein und Schienbein zusammenhält. Das ist ein extrem wichtiges Band, also was man wirklich braucht und was auch fast immer operiert werden muss. Und wenn das übersehen wird, dann kann das Sprunggelenk eben schon einen ordentlichen Schaden nehmen. Und das ist halt nicht immer so einfach, klinisch zu diagnostizieren. Und deswegen glaube ich, dass, wenn es die Möglichkeit gibt, genau, der Jan zeigt gerade, wo es ist, der hat gerade da das hochgezogen hier, genau da sieht man es jetzt wunderbar, wo das Wadenbein und das Schienbein zusammenhängt. Wenn das gerissen ist, ich sage immer, das ist wie so eine, der Mensch ist dann wie so eine Ente auf Glatteis. Das geht so auseinander, so tschuck, und dann gehen diese beiden Teile vom Sprunggelenk auseinander und man kann dann nicht mehr richtig laufen. Und wenn die Leute das verschleppen, dann entstehen eben zusätzliche Probleme, die dann den Heilungsverlauf deutlich verlängern. Und natürlich kann man jetzt sagen, brauche ich bei einer einfachen Außenbandverletzung ein Kernspinn? Da wird man jetzt einen Haufen Orthopäden finden, die sagen, brauche ich nicht, wenn es eine klassische Außenbandverletzung ist, dann heilt die mit und ohne Radiologe, mit und ohne Physiotherapeut, mit und ohne Orthopäde irgendwann in 4 bis 6 Wochen aus und ich brauche mich nicht groß drum kümmern. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist aber, dass eben relevante Begleitverletzungen da sind, dass zum Beispiel der Knorpel eine schwere Prellung abgekriegt hat und man dann eine Ablösung von dem Knorpel verhindern kann, wenn man vielleicht 4 Wochen entlastet hat, was man natürlich nicht macht, wenn man die Diagnose nicht hat. Und dann ist halt immer die Frage, habe ich jetzt in 10% oder in 20% oder in 30% relevante Begleitverletzungen? Ich würde mal schätzen, es sind schon so 20 bis 30%, wo es über die klassische Bandverletzung rausgeht.
Und da muss man sagen, ist es gerechtfertigt für die 20% der Leute, wo ich eine relevante Zusatzinformation habe, sehr, sehr viele Leute ins Kernspin zu legen, oder ist es nicht gerechtfertigt? Das ist dann eher, sage ich mal, muss man sich überlegen, was will man an Kosten investieren und so weiter. Manche Orthopäden sagen, ja, weißt du, ich habe 40 umgeknickte Sprunggelenke am Samstagabend in meiner Notaufnahme, die kann ich nicht alle ins Kernspin stecken, das geht gar nicht, wie soll ich das machen? Und da ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, da einen guten Kompromiss zu finden. Aber du musst natürlich, wenn das jetzt dir bei einem Fußballspieler passiert, dann musst du auf jeden Fall auch die 20% ausschließen. Also da musst du auf jeden Fall das untersuchen. Na klar, im Profisport ist es so, da sind die Rennpferde viel zu teuer und da wird jegliche Form von Dyskomfort, würde ich jetzt mal sagen, wird da abgeklärt, weil man halt auf keinen Fall irgendwas übersehen möchte, in keinen Tag unnötig lange aus dem Spielbetrieb rausnehmen möchte oder vielleicht zu früh wieder in den Spielbetrieb reinschicken will. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Spielertypen, sage ich jetzt mal. Da gibt es die eher robuster sind, die das nicht so dramatisch nehmen. Und dann gibt es aber andere, die, sobald es irgendwo auch nur ein bisschen zwickt, wollen die Klarheit haben und wollen dann auch einen Kernspin haben und lassen das auch nicht mit sich verhandeln. Gut, und ich denke, das wird dann auch gemacht. Aber das bringt mich zu einem interessanten anderen Thema, Michael, weil das finde ich schon einen interessanten Aspekt. Natürlich, medizinisch kann man eine ganze Menge noch abklären und drumherum und Diagnostik hoch und runter machen, ja. Aber vielleicht noch mal ein Hinweis, wo ich darauf hinaus will, für unsere Mitglieder. Ja? Und das hat der Martin natürlich gesagt, wenn du ein Rennpferd vor dir hast oder jemand, der gut trainiert ist, wo du sagst, der hat vorher die volle Funktion gehabt, braucht diese volle Funktion wieder zurück oder will sie natürlich auch wieder zurückhaben, auch nach einer Verletzung oder was auch immer, dann ist es natürlich, dann werde ich alles dafür tun, dass es dorthin kommt. Ja? Wenn natürlich, gibt es einen Unterschied, wenn man Patienten hat, die dann auch nicht, oder ich komme wieder zum Punkt, kann der Patient da selber was für tun, wenn er eben gut trainiert hat und hat eine gute Grundfunktionalität, hat sie eben nur durch eine Verletzung eingeschränkt, ist das dann eventuell ein anderes Behandlungsschema als jemand, der auch schon durch sedativen Lebensstil schon viel verloren hat, wo du sowieso nicht mehr so weit kommst, auch wenn du dich bis zu Ende diagnostizierst? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich... Deswegen habe ich es ja gestellt. Ja, genau. Das ist ja auch nur eine Floskel, um Zeit zu gewinnen, um auf der rechten Gehirnhälfte meine Gedanken zu sammeln und links zu reden, weißt du? Es ist tatsächlich so, dass man grundsätzlich erstmal den Anspruch hat, natürlich jeden Patienten wieder voll in sein normales Leben zu integrieren. Und dann gibt es aber auch ganz klare und enge Behandlungsschemata für bestimmte Dinge. Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich werde nie mehr oder ich werde nie in meinem Leben joggen und ich bin auch noch nie in meinem Leben gejoggt. Und mein Anspruch ist, vom Esstisch in die Küche zu gehen. Ich möchte auch vielleicht noch mal mit meiner Frau 20 Minuten spazieren gehen. Und das war's aber an sportlicher Aktivität. Dann ist es möglicherweise so, dass man dann doch diese Sachen ein bisschen großzügiger in der engen Vorgehensweise, was zum Teil die Diagnostik, aber zum Teil auch die Therapie anbelangt. Natürlich möchte man sich in erster Linie erstmal auf unsere Hände und auf unsere Erfahrung bei der Untersuchung verlassen. Ne? Es ist so, natürlich sieht Martin möglicherweise 20% Begleitverletzungen, die so nicht gesehen werden. Ich würde aber sagen, diese 20% Begleitverletzungen reduzieren sich auf 5-8%, wenn vorher ein sehr erfahrener Kollege, also Arzt, Orthopäde, wie auch immer, diesen Patienten untersucht hat und sich auch die Zeit dafür genommen hat. Also da sind auch schon wir gefragt, das erstmal im Vorfeld zu reduzieren. Und gerade wenn wir diese Syndesmose, also dieses Band da angesprochen haben, es gibt einfach ja auch Funktionstests dieser Bänder, die wir ausführen können. Und wenn keiner dieser Funktionstests in irgendeiner Weise annähernd positiv ist, dann stelle ich mir natürlich schon als Orthopäde die Frage,
warum sollte das jetzt eigentlich kaputt sein? Also das, oder dann ist es vielleicht kaputt, aber in einem Sinne, wo es gar nicht so schlimm ist. Ne? Das wirft immer so ein bisschen die Frage auf, auch haben wir plötzlich mehr Diagnosen in unserem Portfolio, weil das MRT immer besser wird, ja? So vielleicht die ersten MRTs haben nur das Außenband gezeigt und haben diese kleinen Begleitverletzungen gar nicht so zeigen können. Also insofern, um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen, es gibt Patienten, wo man natürlich anders in der im therapeutischen Setup vorgeht, als bei einem Leistungssportler, bei einem ambitionierten Breitensportler oder bei Heranwachsenden, die noch ihre sportliche Karriere auch vor sich haben. Jetzt hat der Martin ganz interessant erzählt, ein Profisportler kann bis auf, weiß ich, ein paar Zentimeter, Millimeter sagen, wo die Verletzung ist. Jetzt ist es ja so, bei Profisportlern haben wir diese akuten Verletzungen oder Traumata oder so etwas. Jetzt weißt du ja natürlich, wie der Jan aus unseren Webinaren hier, dass die meisten unserer Mitglieder keine akuten Verletzungen haben, sondern die haben ja irgendwelche Schäden im Gebäude, ja, also in der ganzen Statik, in der orthopädischen Statik, sage ich jetzt mal, ja. Und da ist es ja ganz interessant, da ist es ja so, da tut dir der Fuß weh und das kommt gar nicht vom Fuß, sondern es kann irgendwie, keine Ahnung, vom Rücken oder wo auch immer es herkommt, ja. Wie kann man dort, wie spielt da die diagnostische Abklärung eine Rolle? Oder ist es dort auch angezeigt, in gewissen Formen mit dem MRT zu schauen, oder ist das MRT mehr für akute, jetzt wir sind jetzt nicht bei Tumoren oder so etwas, sondern rein bei jetzt muskulären oder orthopädischen Verletzungen. Also worauf ich hinaus will, die meisten unserer Mitglieder haben ja keine akuten Sachen, sondern so dauerhafte oder chronische Geschichten, ja, und werden die einfach nicht los. Und da ist es für mich ganz klar, eine ganz klare andere Reihenfolge. Wenn so ein Mitglied oder ein sportlich Aktiver zu mir kommt und mir das genau so schildert, ich untersuche das und habe nicht das Gefühl, dass irgendeine Instabilität oder was anderes vorliegt, dann genau ist eben nicht der Martin als Radiologe mein erster Ansprechpartner, sondern da ist Jan mein erster Ansprechpartner, weil ich sage, hier scheint was Funktionelles nicht zu stimmen. Und jetzt geh erstmal irgendwo hin, wo du wieder in die Balance, wo du wieder ins Lot gebracht werden kannst und wo der Therapeut vielleicht dieses funktionelle Defizit ausgleichen kann. Und erst wenn das nicht gelingt, dann sollten wir weitersuchen mit dem MRT, zum Beispiel mit dem MRT, ob nicht noch andere Schäden dafür verantwortlich sind. Okay. Jetzt haben wir ja in der Mehrzahl, Jan, da hatten wir ja auch schon öfters diskutiert, wenn wir zu diesen klassischen Problemen kommen, also jetzt nicht akuten Verletzungen, von denen du ja auch so viele behandelst, was sind so die größten Beschwerden, die Menschen haben? Das liegt wahrscheinlich am Büroarbeitsstil oder sedativen Lebensstil, das liegt schon Rückensachen, oder? Ja, das hat sich vielleicht auch mit und seit Corona ein kleines bisschen geändert, weil man natürlich schon die Schreibtischstühle oder Stühle allgemein daheim oder der Schreibtisch in der Küche, wie auch immer, hat das, glaube ich, schon nochmal verschärft und die gesamte Stresssituation. Außerdem fehlen uns in München natürlich die frischen Skiunfälle. Warst du einer von wenigen, Henrik, letztes Jahr tatsächlich. Ja, ich bin ja so ein bisschen halblegal in der Schweiz Ski gefahren. Das war ja offiziell gar nicht so richtig erlaubt und dann hat es mich gleich erwischt, ja. Drum ist es schon viel, natürlich der Rücken, das Isosakralgelenk, aber ich glaube schon auch viele, die im Fitnessstudio trainieren und in so ein bisschen eine Sehnenreizung, Sehnenüberlastung, ob jetzt Schulter oder auch mal Ellenbogen, da in eine gewisse Problematik reintrainieren. Martin, was kann das MR am Rücken machen? Wo wird es dort eingesetzt? Wir haben jetzt, glaube ich, von Verstehen so Sehnen, Bänder, Knie, Fußgelenk, da ist das MR, denke ich mal, ein tolles Instrument, um etwas zu messen. Wie sieht es aus? Ich glaube, beim Rücken wird da viel CT auch gemacht oder so Schichtaufnahmen. Ist viel CT oder MR? Nein, in meinen Augen gibt es praktisch keine Indikation fürs Röntgen vom Rücken. Das macht praktisch überhaupt keinen Sinn. Also die Dosis kann man sich sparen. Das sind die Röntgenaufnahmen, die höchste Dosis haben.
und die nur selten irgendeine Information bringen. Das Kernspin ist eigentlich bei der ganzen Rückenthematik, wenn man jetzt mal die funktionellen Sachen ausgeschlossen hat, der Michael hat es wunderschön gesagt, da muss erstmal der Jan gucken. Und oft ist es dann auch so in der Praxis, dass sich dann dieses diffuse Ganzkörperschmerzsyndrom doch eingrenzen lässt auf ein paar wenige Areale, die man sich angucken muss. Und dann, wenn es jetzt konkret um den Rücken geht, ist das Kernspin oder das MRT, das sind ja das Gleiche, das Verfahren der ersten Wahl. Weil man sieht einmal, ob zum Beispiel die kleinen Wirbelgelenke entzündet sind, ob man Bandscheibenvorfall hat, ob es einen Kontakt zum Nerv gibt, der eine ausstrahlende Schmerzsymptomatik macht. Das kann eigentlich nur die Kernspintomographie leisten. Das CT am Rücken kommt nur dann in meinen Augen zum Einsatz, wenn es ein richtiger Unfall ist, wenn ein Wirbelkörper gebrochen ist, da braucht man das manchmal. Oder dann für bestimmte Therapien. Man kann ja im CT und der CT-Steuerung bestimmte Medikamente irgendwo hinspritzen. Da macht dann das CT wieder Sinn. Aber für die Diagnostik ist das MRT ganz klar das Verfahren der ersten Wahl und die anderen spielen praktisch keine Rolle im Erstzugriff. Okay, jetzt ist es beim MRT, wir hatten gesagt, es ist rein magnetische Strahlung, das heißt unschädlich. Aber du hast schon gesagt, weil das Zeug ein irres Magnetfeld, also so mit der Uhr geht man da schon nicht dahin. Ich glaube, was würde passieren, wenn man in einen Raum mit einer Stahluhr dorthin geht? Da gibt es einen Schlag oder wie muss man sich das vorstellen? Das hängt davon ab, aus welchem Metall das natürlich ist. Es gibt ja sehr hochwertiges Stahl, was nicht mehr magnetisch ist. Gold ist auch nicht magnetisch. Aber so Baustahl, das kann schon, das wird halt einfach von diesem Magnetfeld angezogen. Und wenn man jetzt so einen schönen Metallkugelschreiber hat und den 2-3 Meter vor der Röhre loslässt, dann hat der im Zentrum der Röhre ungefähr auf 800 Stundenkilometer beschleunigt. Und das ist halt, wenn da ein Patient in der Röhre drin liegt, ist das halt ein ziemlich bleibender Eindruck, den der Kugelschreiber dann in den Patienten hinterlässt. Und da gibt es ja auch genügend Fälle, wo irgendein Anästhesist mal eine nicht MR-taugliche Sauerstoffflasche, die nicht aus Titan zum Beispiel ist, mit in den Magnetraum genommen hat und die losgelassen hat und die in die Röhre gedonnert ist. Also oder die Putzkraft mal irgendeine Bohnermaschine in die Röhre gedonnert hat. Also das gibt es, das hat jeder Radiologe wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal selber irgendwie auch erlebt, dass da irgendwas passiert. Und ich zeige das auch ganz gerne mal manchen Leuten, wenn die mal so nicht glauben, wie stark das Magnetfeld ist. Ich gebe denen immer so einen Schlüsselbund in die Hand und lege bewusst die Schlüssel in verschiedenen Raumrichtungen und sage mal, jetzt gehen wir Richtung Röhre und dann richten sich die plötzlich aus. Dann weiß der Patient an seinen Handinnenflächen, warum das Magnetfeld stark ist und warum er halt die Sachen alle idealerweise in der Kabine ablegt. Und da gibt es natürlich immer wieder so Erlebnisse. Ich hatte mal so einen älteren Herrn, der war schon nicht mehr ganz bei Sinnen und dann habe ich gesagt, alles ausziehen bis auf die Unterhose und dann legt er sich auf den Tisch und dann pfeift aus der Unterhose das Schweizer Taschenmesser raus, was er immer da drin hat und das hat er sich geweigert abzulegen. Also da muss man schon extrem aufpassen, weil man halt unter Umständen den Patient da natürlich schon gefährden kann. Das heißt, und wie ist es so jetzt mit Metall im Körper? Ich glaube, Herzschrittmacher ist ein Thema und eventuell anderes Metall oder ist es meistens nicht magnetisches Metall, was verbaut wird wie Titan oder so etwas? Genau, also sagen wir mal so, die heutigen Implantate, Hüftprothesen, Knieprothesen, die kann man in der Regel problemlos einbauen. Es gibt auch viele Hörimplantate, die man reinlegen kann. Es gibt mittlerweile auch kernspintaugliche Herzschrittmacher, dass man also auch einen Patienten mit Herzschrittmacher untersuchen kann. Das ist aber schon ein bisschen aufwendiger, weil die muss man davor in so einen speziellen Modus schalten vom Kardiologen und dann die Aufnahme machen. Das ist nicht ganz so einfach, aber sage ich mal, diese klassischen Ersatzteile, Hüftprothese, Knieprothese, die kann man problemlos reinlegen, auch wenn so Osteosynthesematerial, das heißt, man hat sich irgendwann einmal einen Knochen gebrochen und da hat jemand einen Nagel reingemacht oder eine Platte rangeschraubt. Das kann man im Kernspin in der Regel problemlos untersuchen und da passiert auch nichts. Das ist ein hochwertiger Chirurgenstahl in der Regel, da haben wir kein Problem. Man kann die Bilder sogar heutzutage mit so speziellen Aufnahmetechniken,
weil das mal das Metall zerstört, das Magnetfeld, da wird das Bild eigentlich ja nicht so gut, aber da gibt es auch Techniken, wo man das dann durchaus abbilden kann. Gefährlich sind so richtige, an ungünstigen Stellen gelegene, sagen wir mal, Granatsplitter. Also Kriegsverletzungen eventuell. So alte oder? Kriegsverletzungen, klar, da dachte man schon lange, das ist ja durchgestanden, aber jetzt durch unsere ganzen Krisenherde, auch im Mittleren Osten und so, kommen da durchaus wieder viele Patienten, wo mal der ein oder andere Granatsplitter noch irgendwo versenkt wurde. Und wenn das jetzt an einer unkritischen Stelle am Fuß ist, dann kann man den vielleicht mit einem Tape-Verband entsprechend fixieren. Aber wenn der irgendwo am Auge ist und sich das dann bewegt in dem Magnetfeld, da muss man schon extrem vorsichtig sein, ob man das dann riskiert. Weil das ist in der Regel richtiges Baustahl und das ist maximal magnetisch. Okay. Und deine Brille hat Titanbügel, also nicht, dass die dann abrauscht? Die macht, da macht es nichts, genau. Bei meiner Brille, da muss man darauf achten als Radiologe, dass die dann also das antimagnetische Material ist. Henrik, ja. Gerade in Bezug auf was man achten muss, gab es hier eine Frage auch von der Angelika, ob das Kontrastmittel immer beim MRT notwendig ist, beziehungsweise ob man es überhaupt benötigt und welche Nebenwirkungen man durch das Kontrastmittel sozusagen haben kann. Also viele Fragestellungen kann man ohne Kontrastmittel beantworten. Also alles, die meisten Fragestellungen, die Gelenke betreffen, gerade beim akuten Unfall, da brauche ich kein Kontrastmittel. Bei der Wirbelsäule braucht man in den allermeisten Fällen auch kein Kontrastmittel. Man gibt es Kontrastmittel, wenn man Tumoren sehen möchte, da braucht man es fast immer. Man gibt es immer mal wieder, wenn man so lange andauernde Entzündungen hat, die sieht man häufig ohne Kontrastmittel schlecht. Es gibt zum Beispiel an der Schulter bei so Leuten, die so im mittleren Alter sind, so sage ich mal zwischen 35 bis 55 und mit chronischen Schulterbeschwerden kommen, die haben immer mal wieder so Entzündungen von der Gelenkkapsel, die man einfach ohne Kontrastmittel nicht sieht. Und da hat man auch keine Chance. Und da ist es halt so, wenn die Patienten kommen, der Orthopäde sagt immer, diese Kapsulitis, also die Entzündung der Kapsel, ist eine eindeutige klinische Diagnose. In der Realität schaut es bei mir aber so aus, dass in 90-95% immer Impingement draufsteht und nie als Fragestellung die Entzündung der Gelenkkapsel und ich die aber jede Woche 5-6 Mal diagnostiziere und die Therapie aber natürlich ein völlig andere ist. Und da glaube ich, das sind so Fragestellungen, wo man unbedingt Kontrastmittel geben sollte. Hinsichtlich der Nebenwirkungen, wenn man da im Internet nach diesem Kernspin-Kontrastmittel googelt, dann, das ist ja so ein Gadolinium-Präparat, Metall der seltenen Erden ist es, dann gibt es natürlich so genauso wie bei Querdenkern, die gegen die Impfung sind oder was auch immer gegen Corona, gibt da auch irgendwelche Webseiten, Gadolinium tötet oder Kontrastmittel bringt mich um.de oder wie auch immer das halt alles heißt. Man ist auch kein Nahrungsmittel, oder? Ist kein Nahrungsmittel. Es ist kein Nahrungsmittel. Es gibt viele Milliarden Applikationen mittlerweile. Es ist das am besten verträgliche Kontrastmittel. Es ist nach 24 Stunden ausgeschieden. Es gibt extrem selten allergische Reaktionen, nur viel seltener, wie zum Beispiel bei dem jodhaltigen Röntgenkontrastmittel. Man glaube ich, braucht sich keine großen Sorgen machen bei dem Kontrastmittel. Und wenn es nicht notwendig ist, dann gibt man es ja auch nicht. Und das Kernspin hat einfach durch diesen guten Gewebekontrast, braucht man es oft nicht. Aber ich glaube, wenn der Radiologe sagt, das Kontrastmittel wäre hilfreich, dann hat es meistens schon einen Sinn und dann sollte man es als Patient jetzt auch nicht ablehnen. Und, aber das musst du separat dir genehmigen lassen vom Patienten. Der Patient muss es unterschreiben und auf dem Aufklärungszettel. Und das ist halt oft so, manchmal entdeckt man halt auch erst während der Untersuchung einen Befund, wo man halt manchmal auch einen Zufallsbefund, das kann auch mal ein Tumor sein oder was auch immer, wo man sagt, ach, da würde ich jetzt lieber noch Kontrastmittel geben. Oder man findet eigentlich nichts, was zu seinen Beschwerden passt am Sprunggelenk. Und dann gibt man Kontrastmittel und plötzlich hat man irgendeine ordentliche Entzündung an der Sehne oder an der Kapsel, die man vielleicht sonst nicht gesehen hat. Da macht es dann durchaus Sinn, dieses Kontrastmittel
zu geben? Beim Tumor ist, glaube ich, so das Kontrastmittel, dass die Tumor haben irgendwie eine hohe Energie oder irgendwas, also das reicht es. Genau, das färbt sich an in den Tumoren. Die sind stärker durchblutet und da reichert das stärker Kontrastmittel an als in anderen Gewebearten. Und dadurch sieht man die dann besser. Und manche Tumoren kann man auch zum Beispiel erst erkennen, wenn man Kontrastmittel gibt. Die sieht man anders überhaupt nicht. Oder man kann abschätzen, wie stark die durchblutet sind. Es gibt ja durchaus Tumoren, die extrem stark durchblutet sind. Und wenn ich diese Information nicht an den Chirurgen weitergebe, dann schneidet der da rein und kann unter Umständen die Blutung nicht mehr stillen, weil er die Information nicht hatte. Also, wie gesagt, das Kontrastmittel wird nur dann gegeben, wenn es notwendig ist. Aber wenn man es für notwendig hält als Radiologe, dann ist es immer für uns sehr angenehm, wenn der Patient das dann halt auch so akzeptiert und das dann auch nicht groß diskutiert, weil man halt unter Umständen sonst die Diagnostik schon einschränkt. Ja, also ich denke dort, also wie gesagt, da ist meine... Und wir kriegen ja auch kein extra Geld dafür. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie an der Kontrastmittelgabe Geld verdienen. Das heißt, das ist für uns zusätzlicher Messaufwand, das ist zusätzliche Arbeit. Also wir werden alles dran setzen, um die Diagnose ohne Kontrastmittel zu stellen, aber wenn wir es glauben, dass es sinnvoll ist, dann ja. Dann also ich glaube, wenn man mal beim Radiologen gelandet ist, sollte man dem auch vertrauen, auf jeden Fall. Und jetzt hat der Martin, Michael, noch einen ganz interessanten Aspekt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, aber ich fand es interessant, weil gerade das Thema Impingement ist ja auch bei uns im Fitnessstudio durchaus so ein Modeding. Also viele Leute haben ja Impingement. Meiner Meinung nach ist Impingement irgendwie eine Art Verengung irgendwie bei der Sehne oder irgendwas, eine Verengungsgeschichte. Kannst du das nur mal kurz erläutern und auch der Unterschied zwischen Impingement und dieser Kapselreizung? Und weil so ganz, glaube ich, habe ich das nicht verstanden. Es ist genau so, dass eben Impingement ganz grundsätzlich egal an welchem Körperteil und an welchem Gelenk, bedeutet es am Ende, dass irgendwas einklemmt und nicht mehr ganz frei gleiten kann. Und wenn man das ganz speziell auf die Schulter bezieht, dann muss man eben sagen, dass diese Muskelsehnenplatte, die wir als Rotatorenmanschette bezeichnen, es kennen ja jetzt auch schon viele, es ist ja vielleicht schon ein Fachbegriff, aber es kennen trotzdem viele, diese Muskelsehnenplatte, die muss unter dem Schulterdach und dem Schulterkopf gleiten. Und das heißt, wenn man oben auf die Schulter rauffasst, dann tastet man das Schulterdach. Mhm. Und darunter kommt dann eben so ein Zwischenraum, wo diese Muskelsehnenplatte gleitet. Und nochmal darunter ist dann eben dieser Schulterkopf, der sich da bewegen kann. Und der Jan kann es ja wieder zeigen. Der hat ja hinten das Skelett hängen. Der Jan soll ein Hansi, also bei uns hieß er Hansi in der Anatomie, der kann das vorrücken. Genau, perfekt, Jan, genau. Wann heißt er jetzt Julian? Oder wie heißt er jetzt das Skelett? Julian, genau. Nehmen wir Julian. Auf jeden Fall, wenn man dann eben versucht, die Schulter zur Seite hochzunehmen, kann das nicht mehr gut gleiten. Es klemmt ein, es kommt zu Reizerscheinungen, also es reibt aneinander und das wiederum führt zu einer Entzündung. Und um dieses Impingement herauszufinden bei der Untersuchung des Patienten, gibt es bestimmte Untersuchungstechniken. Und genauso ist es, wenn wir eher darauf abzielen, dass wir die Schulterkapsel, also die Hülle um das Gelenk herum, untersuchen möchten, um vielleicht herauszufinden, dass es sich um eine Schultergelenkkapselentzündung handelt, dann sind das natürlich andere Untersuchungsschritte, als man die bei dem Impingement nimmt. Es gibt sicherlich immer so zwei, drei Sachen, die sich auch überlagern können, aber dann gibt es eben doch Untersuchungen, die eindeutig sagen, okay, eigentlich kann er seinen Arm frei zur Seite hochheben, ohne Beschwerden, hat keine Schmerzen. Er kann aber bestimmte andere Dinge nicht tun, die tun dann weh und das spräche dann eher für die Entzündung der Hülle des Gelenkes. Okay. Jan, eine persönliche Frage an dich. Hattest du selber schon mal ein MR oder musstest du eins machen oder bist du dort als Therapeut verschont geblieben bisher? Ich weiß ja, dass du eigentlich ein recht... sehr guter Skifahrer, Radfahrer, Triathlet bist. Gab es da schon mal eine Diagnose? Ich
Tatsächlich schicke ich ja wirklich gerne ins MR, um eine klare Diagnostik zu bekommen. Ich selber bin einmal im MR gelegen für eine Studie. Okay. Aber Henrik, lass mich eine Sache sagen für die Mitglieder, die mir immer noch am Herzen liegt, weil ich das mit Patienten auch ganz oft habe. Wenn man zurückdenkt, ich glaube, wir sind mittlerweile bei einem Apple-Produkt, bei einem iPhone 14 angekommen, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube 13, ne? 13. 13? Ja. Sehr gut. Also ungefähr, das iPhone gibt es da mit 13 Jahren. Wir haben in München und sicherlich auch in anderen Teilen Deutschlands Kernspintgeräte stehen, Kernspin, nicht mit T, stehen. Die sind bestimmt 15 Jahre alt, vielleicht sogar älter. Und was ich sagen möchte, die Bildqualität ist ein Riesenunterschied. Und wir haben immer wieder auch, dass Leute kommen, Patienten, die haben ein MR, haben Bilder dabei und man guckt sich das an. Natürlich sind eh alle Schwarz-Weiß-Bilder, aber man erkennt einfach nichts. Und man muss sich das ein bisschen so vorstellen, vor 15 Jahren gab es die ersten, 16 Jahren vielleicht, die ersten Nokia-Handykameras und man legt dieses Bild neben einem, ja, iPhone 13, 14, dann würde man das andere Bild, was damals entstanden ist, gar nicht mehr anschauen wollen. Und so ist es in der Kernspindiagnostik einfach auch. Und das möchte ich jedem irgendwie so ein bisschen ans Herz legen. Wenn man schon ein Bild macht, dann vielleicht gleich ein gutes und man macht sich ein bisschen schlau. Was einfach vielleicht mal nachfragen, was für ein Gerät haben die, wie alt ist es oder ist es ein 1,5 oder 2,5 Tesla? Ja, und was es auch noch gibt, weil das vielleicht auch noch, da kann der Herr Mack auch noch mehr zu sagen, aber wo es inzwischen auch eingesetzt wird, ist natürlich im therapeutischen Bereich. Es gab auch bei Bayern München mal einen Fußballer, der sagte, je öfter ich im MR liege, desto besser ist mein Gelenk, weil die Magnetwellen natürlich auch eine therapeutische Wirkung haben. Und es gibt natürlich auch da noch diverse Magnetfelder mit einer ganz geringen Dosis, wo das auch nahezu nicht viel bringt. Aber auch da gibt es inzwischen medizinische Geräte, die auch sehr teuer sind. Natürlich nicht vergleichbar wie ein MR, aber für uns in unserem Bereich extrem teuer, die aber auch eine hohe Wirkung haben. Und wenn dann irgendwie gewisse Ödeme, also Schwellungen im Knochen, im Gelenk sind, da kann das wirklich extrem sinnvoll sein. Und einfach, dass man das mal gehört hat. Und so. Nee, ich finde so, Martin, einen unglaublich interessanten Aspekt. Einmal, also ich sehe das ein bisschen zweifelhaft. Ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, dass mein Vater selber ja Radiologe und Nuklearmediziner war und ich deswegen diese Gerätediskussion hatte. Ich glaube, man muss zwei Sachen sagen. Die Qualität des Bildes, aber trotzdem auch die Qualität des Arztes, das Bild zu interpretieren. Es gibt welche, die machen gute Arbeit, gute Bilder, aber vielleicht nicht so gute Diagnosen. Aber Martin, das ist das, was der Jan anspricht, das MR, wenn ich mich das richtig erinnere, die Geräte, also glaube ich, forschungsmäßig gibt es sie sogar seit 50, 60 Jahren, aber so kommerzielle Nutzung bei Radiologen, glaube ich, so in den letzten 30 Jahren ist das MR entstanden. Im Vergleich, mein Großvater war ja auch schon Radiologe, der hat, auch früher haben die sogar noch Pferde geröntgt in der Praxis und Tiere und alles Mögliche. Radiologie gibt es ja ungefähr circa 100 Jahre. Also das, worauf ich hinaus will, dass natürlich in 30 Jahren vielleicht zum Teil auch gerade mit der ganzen, weil ja eine unheimliche Rechenleistung gebraucht wird, ja, für das Bild zu produzieren, dass da natürlich eine wesentlich rasantere Entwicklung ist vielleicht als bei einem klassischen Röntgenbild, wo vielleicht auch nicht so eine hohe Rechenleistung ist, oder? Kann man das so sagen? Das kann man schon so sagen, natürlich, weil im Kernspin gibt es natürlich ja nicht nur, sage ich mal, eine Aufnahmetechnik, sondern ganz viele Aufnahmetechniken. Da tut sich sicher deutlich mehr wie im Röntgen. Aber auch in der normalen, konventionellen Röntgendiagnostik hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem viel getan. Wenn man sich früher, hat man ja da so komische Filme gehabt, die hat man da immer eingelegt und dann durch so eine Entwicklungsmaschine gezogen, da waren irre Dosen drauf. Heutzutage sind es digitale Systeme, die mit wesentlich weniger Dosis auskommen, viel schärfere Bilder machen. Bei der Computertomographie ist die Entwicklung genauso. Als die ersten Herz-CTs gemacht worden sind, hat man vielleicht für ein Herz-CT 20 Millisievert gebraucht, wenn man so die Herzkranzgefäße sich angucken wollte.
bei unserem CT, was wir jetzt, mit dem wir die Herz-CTs machen, da liegen wir irgend bei 0,6 bis maximal 1 Millisievert, also ein Zwanzigstel der Dosis, und das innerhalb von vielleicht 20 Jahren. Und das geht natürlich immer einher, auch mit mehr Rechenleistung. Siemens hat jetzt die Woche ein neues CT vorgestellt. Das kostet sicher nochmal 5-6 Millionen oder so am Anfang. Aber das hat, das kommt nochmal mit wesentlich weniger Dosis aus und produziert schärfere Bilder. Das hat momentan zwar noch den Nachteil, dass jeder Scan 10 Gigabyte Daten produziert. 10 Gigabyte pro Serie. Das sind, also wenn ich am Tag, wir produzieren sowieso schon viele Terabyte Daten, aber wenn ich jetzt hochrechne, dass jede Serie 10 Gigabyte braucht, das sind wahnsinnige Speichermengen. Und da dauert selbst mit den Hochleistungsrechnern, die jetzt noch da sind, dauert die Bildberechnung von einer so einer Aufnahme über 2 Minuten. Aber da wird sich auch noch wahnsinnig viel tun. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren oder vielleicht in 10 Jahren ist das dann Standard, und beim Kernspin wird sich das auch noch weiterentwickeln. Und das ist ja auch das Spannende letztendlich. Und das setzt aber auch, und das ist das, was der Jan vorher gesagt hat, das setzt natürlich auch voraus, dass man immer regelmäßig in diese Geräte investiert. Und klar, wenn ich ein abgeschriebenes Gerät habe, das ist wirtschaftlich am besten. Das lässt man dann laufen. Und ich habe es auch immer mal wieder beim FC Bayern erlebt, wenn man irgendwo in Amerika ein Bild macht, in einem muskuloskeletalen Excellence Center, was da rauskommt, das sind teilweise Geräte im Einsatz, die ich vor 20 Jahren abgebaut habe. Das wurde dort als Highlight-Gerät gefeiert, und demzufolge haben wir die Bilder ein bisschen schlecht ausgeguckt. Dafür haben sie aber 6. Auf den Bildern steht ja oft noch die Kennung drauf, von was das gemacht ist. Also daran kannst du es, glaube ich, ganz gut erkennen. Oder? Genau, du kannst nachgucken, welches Gerät das ist. Als Radiologe weiß man das, wenn das dann jetzt bei mir, wenn das aus meiner Facharztausbildungszeit oder Studienzeit ist, das Gerät, wenn ich das da noch kenne, weiß ich, ist es etwas älter. Da kommen ja auch alle 3 Jahre neue Geräte auf den Markt. Und ich glaube schon, dass das einfach eine ganz wichtige Sache ist. Und klar, der Michael muss immer mit den Händen gucken und schauen und so weiter. Aber auch in der Physiotherapie, klar, das sind die Hände natürlich schon ein wichtiges und das entscheidende Ding natürlich auch, und dieses Gefühl und da die Erfahrung. Aber auch da ist es ja so, dass die Technik zunehmend Einzug erhält, was der Jan alles in seiner Praxis rumstehen hat an Geräten, die auch nicht billig sind. Sei es jetzt Radiofrequenzgeräte oder was auch immer, oder diese Magnetfeldtherapie oder. Da gibt es so viele Sachen, wo ich glaube, schon lohnt oder wo es sich lohnt, dass man diese ganze Technik auch nutzt, wenn man die in einen vernünftigen Kontext bringt. Und ich glaube, dass das halt auch für die Patienten oder so entscheidend ist, dass sie auch verstehen, warum es einen Unterschied macht, wenn man jetzt vielleicht zur Physiotherapie zum Jan Frieling geht oder zum wen auch immer letztendlich. Also das macht schon einfach einen großen Unterschied. Und ich erlebe das ja auch immer wieder, die Patienten, wenn die dann kommen, dann sagen die, boah, das war jetzt echt eine Offenbarung. Hat nie gedacht, habe jetzt schon so viele Therapeuten durch und hat überhaupt nichts gebracht. Und bei den Orthopäden ist es halt genauso. Und bei den Radiologen ist es am Ende auch genauso. Und ich glaube, dass man, wenn es da ein Netzwerk der Guten gibt, dann wird der Patient am Ende auch gut versorgt. Martin, vielleicht eine abschließende Frage, weil das hat noch, aber auch gerne dann an Michael, weil der Jan hat noch ein Thema, Magnetfeldtherapie. Ja. Ich denke dann ja immer, bei uns im Fitnessbereich gab es dann auch immer solche, ja, ich sage jetzt mal so Geldmacher, also die haben irgendwann mal Online-Lotterie, dann Magnetmatten verkauft und dann dieses und jenes und so weiter und so fort. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was steckt dahinter, hinter Magnetfeld? Wir hatten vor kurzem hier auch als Gast den Marc Girardelle, den Ex-Skirennläufer. Der hat zum Beispiel geschwört auf so eine Magnetfeldtherapie, hätte ihm richtig geholfen. Ist das wissenschaftlich sozusagen validiert oder würde das so als Arzt sagen, ja, kann man machen, muss man nicht machen? Wichtig ist, dass man dran glaubt, oder wie siehst du das? Wir unterscheiden ja immer so Studien, die ganz unterschiedliche Level der sogenannten evidenzbasierten Level haben. Und mir ist jetzt da nicht unbedingt bekannt, dass es eine höchste Studienarbeit dafür gibt. Aber
wir machen in der Medizin ja auch ganz viel, was auf Erfahrung und einfach auf Nachfragen der Patienten basiert. Und da muss man sagen, dass das eben sehr, sehr gute Erfolge macht. Und wie immer hängt es davon ab, oder der Erfolg hängt davon ab, wie ich die Indikation stelle. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Gerät für 30 oder 35 oder auch 40.000 Euro kaufe und nun den Anspruch habe, alles, was Schmerzen hat oder Probleme, lege ich da drunter, naja, dann werde ich so ein bisschen so ein ausgemendeltes Ergebnis haben. Da gibt es welche, denen hilft und welchen, denen hilft es nicht. Wenn ich aber nach diesen ersten Erfahrungen merke, wo ist der Erfolg größer als bei anderen Patienten und nach wie vielen Anwendungen ist ja auch überhaupt da, dann glaube ich, kann man diese Geräte sehr gut einsetzen. Und die Arbeitsweise hat im Grunde Martin schon in den allerersten Minuten erklärt, obwohl er nicht auf diese Therapiegeräte eingegangen ist, sondern er hat diese Art und Weise der Arbeit des MRTs ja erklärt, dass er sagte, im Grunde bringen die eine gewisse Ordnung in unseren Körper und diese ganzen Elektronen werden auf ein höheres Niveau gegeben und die Protonen spielen eine Rolle. Und so kann man sich das eigentlich auch bei so einem Magnettherapiegerät vorstellen. Das heißt, durch eine Verletzung, durch eine Entzündung oder durch auch einen Muskelfaserriss ist etwas in Unordnung geraten und diese Geräte verhelfen, sozusagen eigentlich die Zellen wieder in eine Ordnung zu bringen. Ich versuche das den Patienten immer so zu erklären, wenn man eine Schale mit Wasser in den Tiefkühler stellt, also in den Tiefkühlschrank und alle 5 Minuten hergeht während des Kühlvorganges und an dieser Schale rüttelt, dann werden wir nie eine glatte Oberfläche bekommen, sondern es wird gefrieren und es wird eine sehr unruhige Oberfläche sein. Man wird darauf nicht Schlittschuh laufen können. Wenn ich das aber in Ruhe lasse, das heißt, wenn ich dem Gewebe die Gelegenheit gebe, sich ordnungsgemäß zu vernetzen und zu organisieren und wenn ich das auch noch unterstütze mit diesem Magnetfeld, dann kann ich die Heilung positiv beeinflussen und im optimalsten Fall sogar verkürzen. Okay. Interessant. Benutzt du, Martin, dein MR auch für therapeutisch oder ist es ein rein diagnostisches Gerät? Es ist ein rein diagnostisches Gerät, aber die Leute finden das wirklich auch, was der Jan vorher gesagt hat, dass die sich manchmal besser fühlen danach. Und diese Magnetfeldtherapie, wie heißt das Gerät? Der Michael hat es, und du hast es angesprochen, ich sage immer Bratpfanne dazu, Jan, wie heißt denn das? Es gibt verschiedene Hersteller, also es ist ein Induktionsgerät. Ja. Also vom Ofen kommt es ja. Sind wir ja wieder bei der Induktion, haben wir ja alles. Aber diese coole Bratpfanne, also ich habe das selber schon mal, wir haben ja bei FC Bayern auch einige rumstehen, wenn der Rücken echt grausam ist oder man irgendwie eigentlich nicht mehr richtig Skifahren kann und dann bügelt einem da hinten einer diese Bratpfanne da entlang und das ist so geil, man steht auf und das ist einfach nur gut. Also ich habe das selber schon mehrfach am eigenen Leib gespürt, ist verrückt. Und nicht nur, weil ich jetzt als Radiologe ein Fan von Magnetfeld bin oder so, sondern weil es einfach, das ist schon echt, und vielleicht habe ich auch daran geglaubt, aber das ist schon, ich glaube schon, dass das wirklich, wie der Michael gesagt hat, wenn die Indikation stimmt, glaube ich, sind diese ganzen Verfahren helfen extrem, auch mit dieser tiefen Wärme zum Beispiel, die man da machen kann. Das ist ja auch, glaube ich, weil wenn wir mit dem Kernspinne Aufnahme machen, strahlen wir ja wahnsinnig viel Energie ein. Und das erwärmt auch das Gewebe sehr stark in der Tiefe. Und das tut den Leuten einfach gut am Rücken, wenn die Muskulatur dann locker lässt und wenn man dann noch mit schönen manuellen Therapien nacharbeitet, glaube ich, holt man extrem viel raus in der Kombination. Okay, also ich finde, das ist von meiner Seite jetzt an Michael Remlinger ein wunderschönes Schlusswort. Ich mag auch das, wenn ein Arzt und auch gerade wissenschaftlich basiert sagt, ich glaube, das ist natürlich auch irgendwo schön, das bedeutet eben, neben den ganz evidenzbasierten, dass eben noch viel gute Nebeneffekte passieren können, ja, wo man noch nicht ganz genau, wie der Michael Lehnert das sagte, von der Studienlage genau nachweisen kann, aber das ist doch eben auch Felder und ich glaube, du gerade
Jan, als Therapeut hat ja viele am Ende des Tages, wollen sich die Leute ja bei dir wohlfühlen, wenn sie rausgehen und sich besser fühlen, als sie reingekommen sind. Und da muss man, ja, da spielt sicher auch zum Teil Psychologie oder auch eine Menge andere Faktoren eine Rolle. Ganz klar, die Empathie beim Therapeuten muss irgendwie vom Patienten immer da sein. Und der Placebo-Effekt ist manchmal so ein bisschen verrufen, aber ich sage immer, den nehmen wir gerne mit und ist kein Nachteil. Also. Absolut. Der Heilt hat recht. Absolut. Ja. Und gespielt wird auf dem Platz nachher. Genau. Unser Spiel hat 90 Minuten. Genau. Und die Deutschen gewinnen immer, oder wie war das? So, bevor das Phrasenschwein jetzt hier überläuft. Okay, warte, ich habe auch noch einen, der Ball ist rund. Und das Tor muss ins Eckige. Er muss ins Eckige. Prima. Bevor wir gleich zum Schlusswort kommen, vielleicht noch zwei kurze Beantwortungen von Fragen. Von der Angelika nochmal, muss man was Spezielles beachten, wenn man einen Stent hat? Nein, normalerweise nicht. Also die Stents sind ja in der Regel Herzverarbeitungen oder sagen wir mal Aufbereitungen der Herzkranzgefäße, dass die wieder durchgängig sind. Das sind so kleine Metallimplantate, die das Gefäß wieder aufmachen. Man sollte es nicht innerhalb der ersten, sage ich mal, 2 bis 4 Wochen machen, weil dann ist, da wäre es vielleicht ein bisschen gefährlicher. Aber danach ist es so mit der Wand des Gefäßes verwachsen, dass es kein Problem ist. Auch bei größeren Stents, man kann ja die ganze Hauptschlagader auch mit so einer künstlichen Gefäßprothese auskleiden. Auch die sind MR-tauglich und da braucht man nichts beachten. Okay. Und die zweite Frage noch, ob ein MRT bei einer Sehnenansatzentzündung sinnvoll wäre. Das ist eine ganz häufige Indikation fürs Kernspinnen, dass man, und zwar der Hauptgrund, warum man das macht, ist, man weiß ja in der Regel, dass die irgendwie gereizt ist. Das hat der Michael schon rausgefunden oder der Jan hat das schon festgestellt, da ist irgendeine Reizung an der Sehnenplatte. Da ist es dann für uns die Aufgabe zu schauen, hat er eine Reizung? Ja, und ist es vielleicht zum Einriss von der Sehne gekommen und braucht er deswegen unter Umständen eine andere Therapie? Also da macht es durchaus Sinn. Ich würde es vielleicht nicht in den ersten paar Wochen machen, nur weil mal ein bisschen eine Sehne gereizt ist. Aber wenn das mal längeren Zeitraum geht, dann glaube ich, macht es durchaus Sinn, da auch mal nachzugucken. Herzlichen Dank. Und dann haben wir wieder wunderschön alle Fragen, die unsere Zuhörer hatten, hier mit auch aufgenommen. Und wie es so als Abschluss gebührt, einmal noch für unsere Zuhörer sehr gerne von mir das kommende Line-up der Webinare. Und da erwarten uns auch wieder extrem, ja, tolle Webinare, die da mit dabei sind. Ich werde euch auch gleich die entsprechenden Webinare einspielen, sofern ich sie jetzt hier direkt kopiere. Zack, da sind sie. Und zwar geht es weiter am 29.11., das heißt nächsten Montag, mit dem Tim und mit dem Thomas, rund ums Thema Tee. Ist es das Gesunde aus der Tasse? Oder gibt es da auch ungesunde Tees? Dann, Henrik, am Mittwoch, den 1.12., haben wir einen weiteren Stargast bei uns mit dabei, und zwar die Anna Kraft, die selber auch Mutter von 2 Kindern ist und auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Fit durch die Schwangerschaft. Den Titel fand ich ganz spannend. Und da werden wir mit ihr näher drüber sprechen, wie sie durch die Schwangerschaft auch fit geworden ist. Und am 6.12. wieder in unserem Ernährungsformat ganz neu das Thema die basische Ernährung. Ja, also wie kann ich mich denn basisch ernähren, um meinen Körper da irgendwo wieder von Säurebasen in ein Gleichgewicht zu bekommen. Und ich glaube, da ist auch wieder sehr viel Interessantes für unsere Zuhörer mit dabei. Und Henrik, gerne an dich hier. Ja, zum Abschluss kann ich mich nur bedanken. Herzlichen Dank, Martin, Michael und Jan. Also ich sage das immer so vorher normalerweise, ich mache die Webinare immer schon für mich, weil mich das echt persönlich interessiert. Und auch heute, wie gesagt, so in diesem Zusammenspiel, weil das ist ja für uns als Patienten auch nicht so ganz erkenntlich, wer macht denn hier was und interdisziplinär und wie arbeiten die zusammen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich glaube, das habt ihr gesehen, hier haben wir 3 Asse am Start in ihrem Bereich, sowohl Orthopädie, Handchirurgie, Radiologie und Therapie, Physiotherapie, aber auch Osteopathie etc. Also ich glaube, hier haben wir, um bei dem Bild zu bleiben, die Champions League dort gehabt, und da möchte ich euch wirklich ganz, ganz herzlich
Martin, Michael, Jan für die Zeit danken, die ihr uns dort sozusagen gegeben habt. Wenn ihr irgendwelche Freunde und Bekannte habt, liebe Mitglieder, die es nicht gesehen habt, ab morgen steht auch dieses Webinar sozusagen auf YouTube, kann man sich das anschauen. Und ich denke, da waren viele, viele Erkenntnisse, viele Details auch dabei, die wissenswert sind. Hoffentlich bleibt ihr gesund und habt keine Verletzungen. Aber wenn ihr Verletzungen habt, ist es ganz wichtig, dass man in die richtige ärztliche und therapeutische Behandlung kommt. Und in diesem Sinne möchte ich mich, Martin, Michael, Jan, ganz, ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Herzlichen Dank und schönen Abend. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Ebenso, vielen Dank. Danke euch.